So. Ach, ich hab da eine Einzelspitzhacke. Bam. 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 So, zugemacht. Ja, der Rest schließe ich sowieso nach, wenn ich da alles. Der geht dann hier runter, ist dann hier zu. Die sind dann hier zu, dann ist gut. Hier brauchen wir jetzt nur. Und so machen. Jetzt dann einmal kurz. Das entgegen hier. Hier ist halt. Ja, gut. Kann ich ein bisschen Cobblestone verbrauchen, weil ich den ja sowieso hier nicht brauche. Liegt die Sauna da, ne? Ist alles gut. Da kommt das in der Mitte rein. Wenn das läuft, dann ist es auf jeden Fall ganz geil. So sieht es natürlich jetzt gleich richtig schon. Kann ich das irgendwie drehen hier? Ne, hier muss rein. Da ist ja rein. Also das sind die Pfeile, die nach meinem Motto sagen, ich rein. Tür ist jetzt offen. Vor euch traue ich ganz und stark dem Spiel und meinen Kenntnissen gerade hier. So, die Fackel lasse ich so lange, bis ich noch nicht fertig bin. Muss ich in den... Entweder den Baubeutel, den... Ich weiß nicht, wo ich jetzt noch Fluids habe. Ich kann auch sein, dass ich gar keine habe. Hier sind zum Beispiel gar keine drinne. Fluids sind hier auch noch drinne. Okay, hier sind gar keine. Fluid, Fluid, Fluid. Dann legen wir schon mal für uns die Fluids hier lang. Da brauchen wir auf jeden Fall noch welche, damit alles hier am Laufen kann. Da brauchen wir noch Advanced, beziehungsweise die Basics. Dann mache ich das als erstes hier, dann kann die da gleich raus. Hier muss jetzt Insert. Muss der ganze Saft rein. So. Alles in Ruhe anschließen. Bumm. Ich hole sie da. Komme ich natürlich nicht dran, aber ich kann ja mich zu helfen, aber hier den wegnehmen. Den nehme ich auch mal weg. So. Extract by Redstone Active. Ah, jetzt habe ich Mist gebaut. Ich muss den seitlich machen, damit ich die Kabel dran schließen kann. Komme ich denn auch so dran, wenn ich den hier anschließe? Das habe ich gar nicht ausprobiert. Was ist, wenn ich den unten die Chance gebe, beziehungsweise den Block da zu aktivieren? Das wäre ja... Ich habe ja da hinten... Ich habe ja hier Flüssigkeiten. Die kann ich ja mal eben nutzen. Ich nehme mal hier die mit. So. Fluids. So. Sieht natürlich, wo ich dran komme. Eigentlich. So, einer steht da noch. So, Frage ist, komme ich jetzt da so einfach dran? Das heißt, der macht natürlich Insert. Der geht auf Extract, aber Active Strom. Ich habe ja hier mein Ding. So, natürlich massenweise Kabel. Aber na, ich lege jetzt nicht so viel Strom. Ich glaube mir mal eben so einen Receiver da oben. Ich glaube mir mal eben den grünen Receiver. Der ist das. Das ist der. Der steht auf 100, okay. Ich den gleich wieder hinstellen und aktiviere. Sieht hier mal eben kurz aus. Welcher damit spielen will. Also die Regulierung der ganzen soll ja nachher dadurch laufen.
So, der soll nachher so. Ich mach das mal falls aber so, damit der Bescheid weiß. Und das mal. Die Kabel gehen ja Gott sei Dank hier drauf. Jetzt auf die Tanks drauf. Muss ich das Advanced machen? Plus 100. So. Wenn das jetzt funktioniert, wäre es natürlich geil. Das hatte ich noch gar nicht ausprobiert. Naja, was sind die denn? Oder hat er die nicht mehr eingestellt? Das heißt, ich muss die vielleicht nochmal einstellen. Funktionieren tun sie ja. Aber es kann sein, dass sie für die Programmierung hier keine, ja. Grüne Lampe? Sandheim? Ah, ne. Das ist. Ist eins. Grüne. Grüne Lampe. Ich glaube. Gelbe Lampe? Setname? Grüne Lampe. Weil die Configs, glaube ich, weggegangen sind. Setname. Schauen wir die 2. Das ist dann. Orange Lampe. WTF ist wieder am Rumgeistern. Und hier ist. Rote Lampe. So, sollten die, glaube ich, die Configs wieder gehen. Der ist jetzt an, ne? Ich mach den nochmal aus. Aber der hat jetzt gelbe Lampe, das heißt, ich könnte den ja rein theoretisch anschalten hier. Er pumpt es auf jeden Fall raus. Das ist natürlich super. Ja. Was uns total den Vorteil gibt, dass es so funktioniert. Ja, genau, pumpe jetzt mal alles raus, alles klar. Dann läuft das, was ich haben will. Ein sauberes, feines Netz von allem, was ich habe. So, jetzt können wir da alle Zeug hier dran. Aber wir haben auch 15.000 von den komischen Bären. Ich weiß noch nicht, wohin damit. Muss auch noch gucken, dass wir Deep Storage bauen. Aber hauptsächlich erstmal der Reaktor zum Laufen kommt. Die haben anscheinend noch die Config hier, ne? Na gut, die sind eher eingestellt. Der geht jetzt auf die grüne Lampe mit 100. Ist klar. Ja, da passt das wieder. Sind alle miteinander verbunden. Ich kann jetzt da unten verbinden. Das heißt für mich, alles, was ich gerade nicht brauche, Tanks, die weg können, werden angeschlossen. Tanks können weg. Ich brauche jetzt gleich die ganzen Stromkabel. Das heißt, ich bräuchte grün. Gelb, dann brauchen wir das viel. Ich nehme alle mit. Gelb, grün, orange und rot und bändelt Schwattkabel. Bändelt, bändelt, bändelt. Das sind alles noch die gebundenen. Da sind Bändelkabel von der Sorte. Okay. Tauschen wir mit dem Gang gemütlich. Damit ich die schon mal verdrahten kann. Nein, da kann ich auch noch fliegen, stimmt ja. So. Ah, da wollte ich nicht hin. Achso, ich hab die. Ne, die habe ich jetzt noch nicht eingestellt, ne? Stimmt ja. Doch, der ist Extract. Extract an. Extract an.
Extract an. Und Extract an, okay.